Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren Niederländern, liebe Leute. Wir sind in einem erneuten Krieg gegen die Osmanen an der Seite unseres Verbündeten Russlands, die wirklich ein bisschen dumm sind, die Russen. Da läuft der Friedensvertrag ein paar Wochen später mit den Osmanen aus. Was machen sie davor? Den Ming den Krieg erklären. Und jetzt kämpfen wir hier gegen 184.000, nur 100, also ja, gegen 200, 300, 300.000, über 300.000 Chinesen und ja, 250, nee, 270.000 Osmanen. Also ich verstehe echt nicht, was denen ihr Problem ist, so ein bisschen von den Russen, warum sie diesen Krieg angefangen haben zu führen. Allerdings haben wir mal zur Abwechslung die Schlacht gewonnen. Aber die Frage ist, ob wir hier überhaupt großartig was reißen können oder ob die Russen hier so langsam aber sicher ihren eigenen Sargnagel zuhauen. Das frage ich mich manchmal tatsächlich. So, wir haben aber nochmal weitere Truppen aus Afrika dazu geholt hier. Und haben Truppen noch aus den Niederlanden geholt, neue Soldaten. Und hoffen jetzt wirklich, dass wir hier vielleicht mal die ein oder andere vernünftige Schlacht schlagen können. Beispielsweise wäre es zum Beispiel sinnvoll, Einigung mit den Eingeborenen, okay, hier vielleicht Moskau zurückzuerobern, das wäre schon mal ein Anfang. Das macht da Georgien, die auch mit in diesem Krieg sind, gerade ganz gut. Wir versuchen hier oben mal noch Jaroslawl zurückzuerobern, werden hier überall hinmarschieren, werden mit denen hier hinkommen und dann mal hoffen, dass dieser Krieg einigermaßen vernünftig geführt wird. So, wir können bald in die nächste Technologie hier investieren, können es jetzt machen tatsächlich schon. Ausgerechnet jetzt, wenn es hier zur Schlacht kommt. Dann werden wir aber da jetzt trotzdem mit einsteigen und erst nach der Schlacht unsere neuen, wir sind noch gleich unsere neuen Einheiten auswählen, wodurch die Technologie jetzt wählen könnten. So, dann hoffen wir mal, dass hier nicht allzu viele Feinde dazukommen, wir hier eine erfolgreiche Schlacht schlagen können, in der man hier tatsächlich, wir brauchen die vielleicht gar nicht mehr unbedingt, wieder eine komplette Armee vernichten kann. Nein, kann man nicht. Warum? Hätte ich die anderen vielleicht doch noch mit reinziehen lassen sollen, war halt die Frage, ob das überhaupt was gebracht hätte. So, aber wir werden jetzt hier gerade irgendwie Gefahr im Verzug. Nein, dann werden wir jetzt hier mal durchforschen mal wieder. Fangen wir damit mal an mit der militärischen Technologie 23. Leichte Kavallerie. Schwer gepanzerte Kavalleristen hatten aufgrund ihrer Beschaffenheit Mühe, sich zu formieren und waren daher auf dem Schlachtfeld verwundbar. Die Armeen wurden um leichtere Kavallerie ergänzt. Sie diente während des Marsches als Speer und beschützte die schwere Kavallerie vor einem Angriff auf dem Schlachtfeld. Ja, neue Kavallerie, neue Infanteriearten. Gut, das ist schon mal ordentlich. Sind wir hier eigentlich vor den Osmanen zufällig? 23, 22, ja auch 23. Jetzt sind wir wieder gleich auf mit denen. Dann würde ich sagen, machen wir auch die Diplomatie-Technologie gleich. Schwere Fregatten. Das ursprüngliche Design der Fregatte beschrieb ein Schiff, das für Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit gebaut wurde. Als das Konzept jedoch weiterentwickelt wurde, wurde sie zu einer eigenen Schiffsklasse zur Unterstützung von Schiffen. Schwere Fregatte. Okay, das heißt, das sind auch unsere Dingschiffe hier, oder? Tatsächlich. Dann holen wir die mal kurz her und verbessern sie. Und Kartierung der Welt. So, die neuen Wissenschaften brachten viele verschiedene Möglichkeiten hervor, die Welt um uns herum zu beschreiben und zu messen. Lasst uns diese gelehrten Männer in der Welt im Allgemeinen und insbesondere in unser Land aussenden. Entschuldigung, wir wissen nicht, welche Ressourcen zu unserer Verfügung stehen, solange wir unsere Lande nicht gründlich nach Mineralien untersucht, jeden einzelnen Untertan gezählt und jedes einzelne Unternehmen bewertet haben. Okay, wunderbar. Administrative Effizienz und Entwicklungseffizienz. So. Ja, das ist schon mal gut. Und jetzt werden wir hier noch die neuen Einheitentypen reinnehmen. Und zwar werden wir. Das ist die Frage, eher was Offensiveres oder eher was Defensiveres? Ja, das wäre eher defensiv, das ist eher so ein bisschen ausgeglichen, das ist eher 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, ja, die ist ja viel schlechter. Die hat 3, 3, 2, 2, ja okay, hier halt Schock, ist die hier einen Punkt besser im Offensiven.
Ja. Ich glaube, wir nehmen die normale Linieninfanterie und als Kavallerie. Ach, da müssen wir uns auch was überlegen. Was machen wir hier? Würde sagen, auch eher so die Mischform hier. So, jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass wir jetzt hier nicht in den nächsten Sekunden angegriffen werden, bis unsere Moral sich regeneriert. Nationalismus, Kriegsgrund. Nice. Das gibt's jetzt. Jo, den gibt's jetzt, diesen Kriegsgrund. Das ist sehr gut. So, dann zieht ihr euch mal darüber. Hier, Jaroslawl, wie gesagt, haben wir zurück erobert. Sehr gut. Und jetzt verhalten wir uns erstmal geschwind ruhig. In Neuniederlande haben wir wieder ein hohes Freiheitsbestreben. Solange, bis wir unsere Moral wieder erhöht haben. Fuck. So viel zum Thema ruhig verhalten. 3. März. 3. März, 8. März, 4. März. Okay, da kommen wir gerade noch so weg. So. Okay, die wollen da einfach nur wieder belagern, deswegen stressen die da so rum. Gut. Ja, dann sollen sie mal belagern. Aber wir werden uns schon mal neu aufstellen. Und zwar hier. Um dann vielleicht bald hier einen neuen Angriff auf Jaroslawl zu führen, wo sie dann normalerweise vielleicht sogar einen Malus kriegen werden. Unsere Gegner. Vielleicht werden wir auch gleich angreifen, obwohl unsere Moral noch nicht komplett wieder da ist. Allerdings. Ja, 5,12 von 5,18. Allerdings würden wir aktuell noch hier den Bonus bekommen und das kann sich auch relativ schnell ändern. Deswegen Angriff. Die zweite Weltumsegelung, das letzte überlebende Schiff von Ferdinand Magellan. Die Victoria war das erste Schiff, das die Welt umsegelte. Uns ist die gleiche Bravourleistung gelungen. Diese wird gefeiert werden, auch wenn unsere Schiffe lediglich der Route Magellans durch die Magellanstraße um das Kap der Guten Hoffnung herum und zurück zum Heimathafen folgten. 10 Prestige und 10 Marinetraditionen, sehr schön. So, und jetzt kommt es hier zu diesem Gefecht. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Es läuft ordentlich, es läuft ordentlich. Hoffentlich halten die Feinde noch eine Weile durch. Schade, doch nicht. Hätte es ihnen gerne gewünscht, weil dann hätten wir vielleicht nochmal ein paar mehr töten können. So, okay. Dann haben wir die Sache schon mal erledigt. Da geht immer noch nichts. Okay. Jetzt müssen wir weiter überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Ich würde sagen, wir werden jetzt als nächstes Nischni Nowgorod versuchen, zurückzuerobern. Oder warten, oder nee, wir unterstützen hier unsere Freunde dabei, Moskau zurückzuerobern. Ich glaube, das ist fast schon sinnvoller. So, und ihr zieht euch mal dazu hin. Unsere Kolonie wurde vom römischen Fieber. Wir helfen denen natürlich. Gut. Also, das wäre jetzt natürlich perfekt, wenn wir so langsam aber sicher hier die Gegner zurücktreiben könnten. Auf jeden Fall haben wir ein paar wichtige Schlachten gewonnen. Das lässt sich auf jeden Fall so sagen. Müssen nur, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, wo wir angreifen, wann wir angreifen und so weiter. Hier zum Beispiel wäre ein Angriff gut möglich. Mal gucken, ob wir sie stellen werden hier. Wahrscheinlich eher nicht. Oh doch, die hier werden wir stellen. Müssen wir aber noch ein paar mehr Leute dazu ziehen. Nein. Religiöser Widerstand. Welche Provinz geht's denn? Palembang. Wo ist das? Gehen wir mal ein bisschen weiter rein, dass wir es auch sehen. Ist hier oben, das ist natürlich echt schlecht. Ja, da können wir gerade nicht reagieren. Wir müssen leider so entscheiden. Sonst kriegen wir hier oben ein echtes Problem. Abgesehen davon, unsere Handelsschiffe müssen wir mal upgraden. So.
Allerdings verlieren wir extrem an Rekrutenreserve, liebe Leute. Bei diesen Verlusten hier ja auch kein Wunder. So, wir haben wieder eine Schlacht gewonnen. Sehr gut. Dann würde ich fast vorschlagen, könnt ihr gleich mal hier ein bisschen weiter vorrücken. Vielleicht können wir tatsächlich mal Nischni Nowgorod zurückerobern. Schlecht wäre es ja nicht, gell? Müssen nur da oben aufpassen, da sind auch noch sehr, sehr viele Feinde. Ich glaube, wir werden mal hier rüberziehen. Das geht nicht. Nur über den Umweg. Ja, dann bleiben wir da stehen. Wo eigentlich? Dort hinten. Schafft ihr das auch ohne General? Ich wage es zu bezweifeln. Ah doch. Sieht gut aus. Ui, hier gibt es eine Schlacht. Und da kommen wir zu spät. Kasan wäre auch noch eine Burg übrigens. Also eine Festung. Sollten wir uns vielleicht bei Zeit auch mal drum kümmern. Könnten wir eigentlich jetzt schon anfangen. Ah ne, da müssen wir da ganz außen rum. Das war ja das Problem. Gut, das haben wir gewonnen. Sehr schön. So, was machen die jetzt da oben außer Verlustquote kriegen? Was mir eigentlich echt ganz gut gefällt. Dafür sterben viele. Aber die werden jetzt hier erstmal unsere Verbündeten erledigen. Sehr, sehr traurig. Aber wir werden uns hier mal ein bisschen in die Richtung ziehen, weil ich habe das Gefühl, dass es hier bald zu einer Schlacht um Nowgorod kommen könnte. Ach, das ist ja auch die Burg hier, fällt mir gerade so auf. Schlacht um Moskau meine ich natürlich. Ja, und da kommt es auch zu einer. Hoffen wir mal, dass wir schnell genug sind. Legen noch ein bisschen mehr nach. Kommt, 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 kommt. Nein. Ah, fuck. Scheiße. Ist ja... Ja, ich habe gerade ganz vergessen, dass wir das ja gar nicht besitzen, die Provinz. Scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt verlieren wir drei Armeen hier, oder? Vielleicht schaffen wir es jetzt mal rechtzeitig rein. Jetzt haben wir nämlich eine Armee, haben wir gerade verloren. Ja, gerade so rechtzeitig. Ich verstehe gar nicht, warum wir Armeen verlieren und wenn die hier besiegt werden, überhaupt nicht. So. Die nächsten 29.000 Mann, die wir verschiffen müssen. Wo sind unsere Transportschiffe? Hier. So, und dann müssen wir eigentlich nachrekrutieren. Ja, die Frage ist nur, wie. Weil eigentlich haben wir keine Truppen an sich dafür da. Wir werden ...15 Infanterie-Söldner-Einheiten mal rekrutieren. Ich weiß, ihr steht nicht so auf Söldner, ich tue es auch nicht, aber wir müssen. Wir müssen wirklich. Ja, wir müssen jetzt Söldner rekrutieren, auch wenn unsere Armeeprofessionalität da ein bisschen leidet, aber lieber das, anstatt dass wir gar keine Truppen mehr haben, die wir irgendwie kämpfen können. So, dann ziehen wir euch mal hier weg. Ja, der Krieg wird sowieso verloren, ziemlich sicher. Leider, leider. Wohin marschieren die eigentlich? Die flüchten hier hoch irgendwo, okay. So,
Sind noch nicht fertig die Schiffe da. Boah, es ist abartig, was die Osmanen hier mobilisieren können. Vor allem die Russen machen halt einfach extreme Fehler. Man braucht hier mehr Force an der Grenze. Und so weiter und so fort. Und auch diese Sache mit den Ming war natürlich nicht so heldenhaft. Ganz einfach ausgedrückt. Unzufriedenheit in der Bauernschaft. Ja, eine Stabilität verlieren ist schon in Ordnung. So würde unser Herrscher hier natürlich auch handeln. Und dann sammeln wir jetzt hier die Truppen nochmal. Da kommen übrigens die Ming. Transoxanien sind ja verbündet mit den Ming, die erobern da schon fleißig. Ich weiß ja leider auch nicht, wie stark da hinten die Russen sind. Ist ja auch so eine Geschichte. So, Moskau ist auf jeden Fall zurückerobert. Vielleicht kriegen wir es wieder hin, hier gegen die einen Krieg zu führen mit ein paar wenigen Verlusten oder ein paar wenigen Gebietsabtretungen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne hier St. Petersburg retten. Das übrigens irgendwie immer noch die Hauptstadt ist. Oder jetzt überhaupt jetzt die Hauptstadt ist. Keine Ahnung, ich krieg's auch nicht. Oh, das sind 2800 Mann, aber die sollten eigentlich kein Problem sein. Danke. Hensius, 1640 geboren, genoss Anthony Hensius sein Leben lang das Vertrauen von Wilhelm III. Von Oranien. Nach dem Frieden von Nimwegen wurde er nach Versailles entsandt, um die Ausführung seiner Bestimmung zu überwachen und wurde 1688 Ratspensionär, nachdem Wilhelm nach England zog. Als harter Verhandlungspartner und hartnäckiger Gegner Frankreichs ist er in jeder antifranzösischen Koalition verankert, die in allen Kriegen des späten 17. Jahrhunderts gegründet wurden. Er stirbt 1720. Okay. Handelseffizienz bekommen wir. Bis zum Tod von Antonius. Ja gut, schade, weil der ist ja jetzt auch nochmal der Jüngste, glaube ich, unser Herrscher. 58. Aber gut, ein paar Jahre noch Handelseffizienz, Bonus. So, und hier werden wir jetzt hoffentlich mal wieder einige Feinde töten. Danke. Das war mal wieder sehr, sehr wichtig. Dass das mal wieder geklappt hat, vernünftig. Leider wurde St. Petersburg erobert, aber das sollten wir recht schnell wieder zurückbekommen. Scheiße. Boah. Gott sei Dank waren da noch keine Truppen drauf, haben aber auch nur noch 12 Transportschiffe jetzt. Das heißt, mit Unterstützung aus Afrika können wir gerade nicht mehr rechnen. Wie viele Feindschiffe waren das denn? Ziemlich viele. Sollen wir da mal unsere... Aber 42 gegen diese ganzen Schiffe hier, das sind schon viele. Wir bräuchten da eigentlich noch unsere andere Flotte auch noch dazu. Oh Mann. Also auf der See haben wir mittlerweile so unsere Schwierigkeiten, aber leider scheint da Antonius auch nicht drauf zu reagieren. So, aber bevor wir hier einfach warten, was passiert, werden wir hier runter marschieren und Moskau wieder die Schlacht aufnehmen. Und hoffen, dass wir hier ankommen, bevor die Stadt fällt. Ja, St. Petersburg wurde zurückerobert. So, und hier sind unsere Truppen natürlich auch wieder einsatzbereit. Wir marschieren jetzt sofort hier rüber nach Polotsk. So. Und dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, dass die hier noch wieder eine erfolgreiche Schlacht hier schlagen. Das sollte eigentlich hinhauen, zeitlich. Wir bekommen hier einen Flussübergangsbonus. Hoffentlich fällt die Stadt jetzt nicht in dem Moment. Nein, okay, tut sie nicht. Und wir gewinnen hier die Schlacht, sehr schön. Boah, Ming hier oben am Erobern. Also Russland hat echt ein Problem. Allerdings, das ist ja das Kranke an der ganzen Sache, gibt es keine andere Fraktion außer Russland.
meiner Meinung nach, die überhaupt was gegen die Osmanen tun könnte. Von den Kräften. Aber das mit China, mit den Ming, war natürlich echt selten dämlich. Das war wirklich selten dämlich. Oje, oje. Was haben wir uns hier für einen Verbündeten gesucht? Wir werden jetzt hier oben weitermachen. Wir werden uns jetzt immer die Stellen raussuchen, wo wir vielleicht mal einige tausende Gegner killen können. Ohne großartige Probleme. Allerdings, ja. Okay, wir haben wieder eine Schlacht gewonnen. Gut. Wie viel bietet man uns denn jetzt an? 10 Einheiten. Dafür wieder 0,8 mehr oder so. Gold im Monat, wobei das natürlich eigentlich nicht das Problem wäre, aber so wenig Truppen sind natürlich schon der Oberwitz. Oh, Georgien hat eine Schlacht gewonnen. So, versuchen wir Riasan wieder zurückzuerobern. Ja, lassen die Truppen mal hier. Zieh mit denen hier nach Kasan. Den auch hier hin und mit denen auch dorthin. Wir werden auf dem Weg das erste Mal gegen transoxanische Truppen eine Schlacht führen. Gucken, ob das funktionieren wird hier. Ja, hat funktioniert. Komplette Armee vernichtet. Allerdings bleibt er jetzt mal hier kurz stehen erstmal und wartet mal kurz, wie diese Sache hier weiterläuft. Und nicht, dass wir da jetzt in eine riesige Schlacht reinrennen, die wir nicht gewinnen können. Wie es aussieht, marschieren die hier nach Norden weiter. Aber wir werden jetzt hierhin marschieren. Die da ziemlich schnell abfangen. Oh, okay. Russland schließt Frieden mit den Ming. Russland tritt Barnaul, Zlatust und Chelyabinsk an Transoxanien ab. Russland tritt West-Tunguska, Kusensk und nochmal ein paar Städte an Ming ab. Oh oh. Noch in die Kernprovinz auch noch abgetreten. So, wieder einige tausend Mann erledigt. Eine relativ unkomplizierten Schlacht. So, jetzt hoffe ich echt mal, dass die Russen so schlau sind und wenigstens diesen Krieg hier noch gegen die Osmanen weiterführen. Nicht, dass sie jetzt hier auch noch gleich einen Frieden schließen und nochmal 5 Provinzen verlieren, obwohl wir uns jetzt gerade so am Anstrengen sind hier. Und ja, ich würde auch sagen, schon den Gegnern ein bisschen die Grenzen aufzeigen. Interessant finde ich hier die Truppenverteilung, dass wir so viele Kavallerie haben und die Gegner nicht. Fand ich auch ganz lustig. Naja. Und dafür haben sie mehr Infanterie, Artillerie ungefähr gleich. So, also, wir werden uns im nächsten Part wiedersehen. Da wird es hier auf jeden Fall weitergehen mit diesem Krieg. Und es bleibt nach wie vor sehr spannend. Ich hoffe wirklich, dass sie keinen Friedensvertrag jetzt gleich schließen. Das wäre echt traurig. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.